Hallo Leute, ich bin Silu und ich habe heute mal wieder was aus meiner Heimat für euch. Ihr könnt sehen, neues Video, neuer See. Ich habe die Dinger auf jeden Fall auf Lager. Nein, ich habe mir einen etwas mückenfreieren, windigeren Platz gesucht. Hier ist natürlich leider so ein bisschen mehr los auf dem See und es ist windiger, wie bereits gesagt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem akustisch vernehmen. Ich habe heute mal was aus Sachsen mitgebracht. Habe ich schon eine ganze Weile da liegen. Gibt es schon seit Herbst 2021, glaube ich. Ist also wirklich schon eine ganze Weile in meinem Schrank. Und zwar handelt es sich um einen sächsischen Single Malt Whisky von der sächsischen Spirituosenmanufaktur. Ganz schön zu erkennen an ihrem Logo, beziehungsweise ist es auch nochmal richtig schön hier oben in den Korken eingraviert. Und es gibt neben normalen 07er Flaschen auch diese kleinen 10cl Flaschen, die ich sehr niedlich finde und super ideal, wenn man einen Whisky erstmal kennenlernen, probieren möchte, um festzustellen, ob das jetzt was für einen ist. Genau. Regionale Rohstoffe, eigene Malzmischung, spezielle Gärverfahren mit besonderer Hefe, schon eine dreifache Destillation. Oh, interessant. Lagerung im Granitkeller, weiches Lausitzer Wasser. Also der ist wirklich in Schirgiswalde-Kirschau, wer das googeln möchte, entstanden. Und Sächsische Spirituosenmanufaktur, der Name sagt so ein bisschen, die stellen viele Liköre, viele Brände her. Und genau, das Besondere an diesem Whisky ist, nebst der regionalen und lokalen Zutaten, dass er in einem Isla Quarter Cask gereift ist. Das heißt, dieser Whisky ist jetzt nicht in erster Linie mit getorfter, oh, der Korken ist aber widerwillig, mit getorfter Gerste entstanden, sondern der Rauch kommt durch die Nachreifung im Fass. Jetzt ist hier gerade Action, weil ein Boot vorbeigefahren ist. So. Ja, genau. Brechen noch ab. Also der Korken ist ein bisschen widerspenstig. Wir haben 42%, also eine etwas bessere Trinkstärke. Ich gehe davon aus, dass der nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert ist. Die sächsische Spirituosenmanufaktur ist relativ klein und mit so einem Handmade-Product macht man diese etwas aufwendigeren Arbeitsschritte eigentlich dann nicht unbedingt nochmal. Wir haben eine sehr schön helle Farbe, auf jeden Fall. Was macht so ein Quarter Cask von Isla so besonders? Also ein Quarter Cask ist ein, ja, eigentlich eine kleinere Variante eines Ex-Bourbon-Fasses, in dem tatsächlich meistens auch irgendwie vorher Bourbon drin gelegen hat. Und durch die kleinere Größe, also es ist ungefähr 2/3 kleiner, hat der Whisky viel mehr Oberflächenkontakt mit dem Holz und dadurch findet die Reifung schneller und wesentlich intensiver statt. Genau, Isla spricht so ein bisschen dafür, dass sich dort vorher ein rauchiger Whisky drin befunden hat, sonst wäre es ja auch kein rauchiger Single Malt. Und wer benutzt am häufigsten Quarter Casks auf der Insel Isla? So eine komische Brennerei mit L? Vermutlich dort. Aber ist jetzt nichts Genaueres zu geschrieben oder gesagt. Ist jetzt auch nicht ein super krasses Geheimnis. Also ich vermute mal, ja, dass das ein Laphroaig Ex-Quarter Cask ist. Genau, also es hat quasi Bourbon drin gelegen, Laphroaig drin gelegen und dann unser sächsischer Single Malt Whisky. Ich habe mich für ein langstieliges Glencairnglas entschieden. Es ist nämlich heute etwas wärmer und ich möchte nicht zu viel Wärme an meinen Whisky bringen. Und die anderen waren gerade in der Spüle. Ich stecke meine Nase heute mit Absicht etwas tiefer ins Glas, weil es hier windig ist. Und ich möchte nicht, dass die Aromen verfliegen. Also der erste Eindruck ist sehr leicht. Ich habe jetzt
vielleicht den minimalen Hauch einer Rauchnote so ganz hinten in der Ecke irgendwo. Aber ansonsten ist der sehr fruchtig eher, sehr mild. Ich finde, man merkt bei deutschem Whisky sehr stark den Unterschied, ob die Leute, die den herstellen, vorher oder also aus der Region Bierbrauen kommen oder eher aus dem Bereich Obstler. Und hier, finde ich, riecht man sehr, dass es eher so diese Fruchtliköre und Geiste und Fruchtspirituosen sind, die dort hergestellt werden. Es ist auf jeden Fall ein sehr leichter, sehr fruchter, sehr sommerlicher Geruch. So Aprikosen, fast schon so ein bisschen so eine sehr süße Wassermelone. Allgemein sehr fruchtig, leicht malzig vielleicht, leicht. Aber ist ja, ne, also nur weil ich das hier drin rieche und schmecke, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch genau diese speziellen Dinge da drin riechen und schmecken müsst. Gilt nur so als Orientierung für euch. Slange. Oder wie sagt man auf Deutsch? Prost. Also da ist jetzt nicht so viel passiert. Ich habe am Ende, zäumen wir das Pferd mal wieder von hinten auf, ich habe am Ende so eine leichte Rauchnote, die auch so diesen, ich bilde mir jetzt einfach ein, dass es ein Laphroaig-Fass ist, die so diesen leicht medizinischen Touch hat. Und also die hat so dieses etwas Grantige, aber es ist eher so ein bisschen, als wäre der, als hättest du dir ein Glas Laphroaig eingegossen und der würde halt schon seit 3 Tagen offen im Wohnzimmer rumstehen und dann nippst du mal dran, wo so der ganze Alkohol irgendwie schon verflogen ist. Gar nicht süß am Anfang, eher so ein Hauch malzig und sehr, sehr klar. Also hat mich tatsächlich sehr an so ein, naja, so ein eher fast wie so ein Wodka hatte ich so das Gefühl. Also einfach ein sehr feiner, sehr guter Kornbrand, sehr klarer Kornbrand, aber jetzt mit nicht so viel Geschmacksfacetten und Nuancen da drin. Ich probiere noch meinen zweiten Schluck. Der erste ist ja immer bekanntlich manchmal etwas trügerisch. Riechen tut er echt gut. Also er ist wirklich mehr malzig. Der Rauch hinten raus wird sehr stark, sehr bitter. So ein bisschen wie zu viele Tannine drückt er dann rein. Und vielleicht mit ganz viel Konzentration finde ich dort vorne so eine fast sahnige Süße. Aber wirklich, puh. Jetzt nicht so, also es ist immer gemein, das mit schottischem Whisky zu vergleichen, weil ja die Schotten schon viel, viel länger Whisky herstellen als wir. Deswegen versuche ich das jetzt mal in meinem Kopf auszublenden, aber ich muss diesen Satz leider kurz sagen. Es ist nicht vergleichbar. Es ist jetzt, ich denke, es hat Potenzial, wenn noch so ein bisschen mehr Frucht, allgemein so ein bisschen mehr Aromen in den Whisky am Anfang reinkommen, dann könnte das, denke ich, was Gutes werden. Aber so kommt jetzt leider nicht viel rüber. Wer so diesen Laphroaig-Rauch mag, hat den so ein bisschen am Ende. Aber es ist halt auch immer schwer, wenn man einen schottischen Whisky mag, dann da einen deutschen zu finden, der sehr dazu passt.
Vielleicht ist es auch was für Leute, die gern irischen Whisky mögen, der ja sowieso so ein bisschen feiner und leichter ist und aber halt diesen Touch Rauch gern mit dazu haben wollen. Meins ist es jetzt tatsächlich nicht so, muss ich gestehen. Ich finde aber die Aufmachung sehr schön. Das kann ich auf jeden Fall hervorheben. Es ist so ein bisschen mit so Bronze-Elementen und der Korken ist super schön, die Aufmachung ist toll. Und es ist natürlich wieder was Regionales, Lokales, das gibt auch nochmal so ein bisschen Pluspunkte. Genau, da ist auf jeden Fall gerade ein Kind auf dem See unterwegs, das jetzt nicht in diesem Boot sitzen möchte. kriegt von mir 4 von 10 Punkten. Ist ein bisschen tiefere Bewertung, als ich sonst so habe. Aber ich bin gespannt. Vielleicht probiere ich den in 3-4 Jahren nochmal und er überzeugt mich auf jeden Fall. Werden wir sehen. So, ich beende jetzt das Video. Vielleicht hört das Kind dann auf zu schreien. Vielleicht schreit es auch, weil es mich hier sitzen sieht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, danke.